So, wir sind hier wieder bei der zentralen Endrunde der Schachbundesliga in Berlin. Ich habe jetzt hier den Klaus Bischoff bei mir, den Rekord-Bundesligaspieler des FC Bayern München. Seit 1981 spielt er in der Schachbundesliga und ich habe den Eindruck, du erlebst so ein bisschen einen zweiten Frühling gerade, Klaus. Was meinst du? Oh, das ist übertrieben, aber es stimmt tatsächlich. Also die Bundesliga gibt es seit 1980 und meine erste Saison war 81-82. Ne? Damals für Bayern auch, ne? Damals für Bayern München und danach kamen mal ein paar andere und jetzt wieder schließt sich der Kreis und ich bin wieder bei Bayern München. Dieses Wochenende ausnahmsweise mal nicht als Kommentator hier bei der zentralen Endrunde. Letztes Jahr ist ja kommentiert, dieses Jahr als Spieler für Bayern dabei und du hast heute gewonnen gegen, hilf mir auf die Sprünge, Andrei Ostrowski von SK Norderstedt, ukrainischer internationaler Meister. Für mich sah das ziemlich locker aus, du meintest aber, das wäre nicht so locker gewesen? Ja, zwischendurch war das schon, also war mir nicht ganz wohl. Ne? Ich hatte den Zug, den er gemacht hat im Zentrum, dieses D5 und dann so ein Scheinopfer mit Springer D4. Ich habe das nicht übersehen, aber ein wenig unterschätzt habe ich es schon. Es war eigentlich fürchterlich gefährlich. Ne? Okay, für Bayern sieht es auch ganz gut aus jetzt gegen Norderstedt. Ihr werdet den Kampf gewinnen. Und wie ist generell die Stimmung in der Mannschaft? Ihr kämpft ja noch um den Abstieg und wie sieht es da für euch aus? Also wir werden den Kampf auf jeden Fall gewinnen. Im Moment steht es nämlich 5-1. Das schaut schon mal gut aus. Aber letzten Endes brauchen wir ja dieses Wochenende nicht 2 und auch nicht 4, sondern wahrscheinlich eher 5 oder gar 6 Punkte, um auf dem Nicht-Abstiegsplatz zu landen. Aber die Stimmung im Team ist ja, glaube ich, ganz gut. Ihr performt ja über Erwartung. Ihr habt auch ein paar interessante Spieler in der Mannschaft, auch diese Schweden, die ihr in der Mannschaft habt, die spielen auch sehr, sehr gut. Und die beiden Jungs vorne, Valentin Drangnev und Noel Studer. Es ist ganz einfach gut, diese Jungs zu haben. Also die Alten sind eigentlich immer zu faul zum Spielen oder wollen nur eine Partie pro Wochenende spielen. Und mit den Jungen hat man einen Riesenspaß. Wenn die Zeit haben, spielen die gern und sind daher sehr hilfreich. Ne? Apropos Alten, ihr habt den Sultan Ribli mal wieder reaktiviert für dieses Wochenende. Er hat auch gewonnen heute. Ja, das war auch höchste Zeit. Ich glaube, das war die erste in der Saison, die er gewonnen hat. Und es war gut. War das Führungstor der Bayern. Klaus, noch eine letzte Sache. Gestern hast du noch das Blitzturnier gespielt, ne? Ich vermute mal, dass du spielst gerne, immer noch sehr gerne Blitzen. Wie war gestern das Blitzturnier für dich persönlich? Ja gut, das war eine grenzwertige Erfahrung. Also ich hatte wahrscheinlich wirklich meine letzte Partie bei der deutschen Mannschaftsblitzmeisterschaft 2016 gespielt, ne? Und praktisch 2 Jahre nicht mehr geblitzt und dann auch noch jetzt mit diesem 3+2. Ich finde es gut, dass man es macht jetzt, aber ich musste mich schon dran gewöhnen und der Druck ist hoch, weil man hat einfach immer grausig wenig Zeit. Gut, immerhin kriegt man ein bisschen was dazu. Ne? Bayern München, was meinst du, wie lange wirst du noch Bundesliga spielen, das klassische Schach, was bedeutet es dir noch? Macht es dir noch Spaß oder so ein bisschen, ja, ich mache noch ein bisschen mit oder wie ist das für dich? Da hat sich nicht viel geändert, ich spiele immer noch gern Schach und ich bin ja die Bundesliga gewöhnt seit vielen, vielen Jahren und dieses Arrangement, das wir gefunden haben, also ich kommentiere ein paar Kämpfe, die Heimkämpfe in München und ansonsten spiele ich ein paar, also das ist, glaube ich, ganz in Ordnung und da bleiben wir dabei, falls wir in der Liga bleiben. Ja, toi 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 dafür und auch toi 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 für dich, dass du uns noch lange erhalten bleibst in der Schachbundesliga. Ein frommer Wunsch, danke.